Einen Paukenschlag bezeichnet Boris Reitschuster eine Klage, die jetzt eingereicht wurde beim Europäischen Gerichtshof. Kläger sind mehrere Pflegekräfte aus Südtirol und sie richten sich gegen die Impfstoffzulassung von BioNTech. Sie sind der Auffassung, dass die Impfstoffe schädlich sind, nicht ausreichend erprobt sind und zu einem mittelbaren Impfzwang führen, auch wenn der von der Europäischen Kommission so nicht vorgesehen ist, ergibt er sich jedoch faktisch, weil die Arbeitgeber ständig erwarten, dass man sich impfen lässt. Wie ist so eine Klage zu bewerten? Großes Gericht, das klingt zunächst einmal wichtig. Ist das wieder Quatschjura oder ist das hier eine ernste Möglichkeit, um die Zulässigkeit von Impfstoffzulassungen zu überprüfen? Schauen wir uns das an. Grundlage für diese Klage: Artikel 263 des AEIUV. Und dort sind verschiedene Möglichkeiten für Klagen gegen europäische Handlungen vorgesehen. Und da gibt es unterschiedliche Protagonisten, die klagen können und die dabei besonders privilegiert sind. Aber normale, natürliche und juristische Personen können auch zum EuGH gehen und klagen, allerdings nur in sehr begrenzten Ausnahmefällen. Und jetzt müssen wir uns anschauen, ob ein solcher Ausnahmefall hier gegeben ist, denn wir wissen aus der Erfahrung, solche Klagen vor dem EuGH sind ja nicht so häufig und das liegt eben daran, weil der 263 bestimmte Hürden dafür vorsieht. Wir haben zwei Wege, wie natürliche oder juristische Personen, Individuen klagen können. Entweder eine Person klagt, weil eine Handlung der Europäischen Kommission an diese Person gerichtet ist, oder alternativ dazu, weil die Person unmittelbar und individuell von dieser Handlung betroffen ist. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass die Handlung der Kommission den Charakter einer rechtlichen Verordnung hat und die Person, die klagt, unmittelbar daraus betroffen ist und zusätzlich, das ist also eine weitere Voraussetzung, keine Durchführungsmaßnahmen mehr dafür vorgesehen sind. Fangen wir ruhig mal mit der rechten Seite an. Also linke und rechte Seite sind zwei alternative Möglichkeiten, wie man also eine solche Klage überhaupt zu einer Zulässigkeit bringen kann. Die rechte Möglichkeit scheitert an allen drei Punkten. Wir haben bei der Impfstoffzulassung keinen Verordnungscharakter, aber selbst wenn wir einen hätten, hätten wir keine unmittelbare Betroffenheit der Individuen, die da klagen. Vor allem aber bräuchte es für die Betroffenheit weiterer Durchführungsmaßnahmen, denn was behauptet wird, ist ja, dass ein Impfzwang entsteht und der entsteht ja erst mittelbar, indem andere staatliche Einrichtungen beispielsweise Pflichten erlassen oder bestimmte Privilegien für geimpfte oder nicht geimpfte Personen vorsehen. Unmittelbare Betroffenheit, das ist ein Begriff, der auch auf der linken Seite eine Rolle spielt, nämlich die unmittelbare und individuelle Betroffenheit. Da kann man sagen, ja, unmittelbar bin ich natürlich betroffen, weil der Impfstoff, diese Impfstoffzulassung hat eine Auswirkung auf mein Leben. Ich muss mich jetzt impfen lassen. Der Begriff ist aber nicht so willkürlich, wie er vielleicht erscheinen mag. Wir Juristen unterscheiden mittelbar und unmittelbar dadurch, ob ein mittelndes Ereignis dazwischen tritt. Unmittelbarkeit liegt also vor, wenn eine direkte Regelungswirkung vorliegt, ohne dass irgendetwas anderes hinzukommen muss. Und mittelbare Betroffenheit muss nicht eine geringere Betroffenheit sein. Es geht also nicht um die Intensität, sondern es geht darum, ob irgendetwas anderes dazwischen noch dazukommt. Und deswegen haben wir auf der linken Seite schon keine Gerichtetheit an die Person, denn diese Handlung richtet sich nicht an die Pflegekräfte, sondern es richtet sich an den Impfstoffhersteller. An den ist also diese Zulassung gerichtet. Der könnte also dagegen eventuell vorgehen, wenn die weiteren Voraussetzungen gegeben sind. Der andere Weg hier, die unmittelbare und individuelle Betroffenheit. Individuelle Betroffenheit setzt also voraus, dass diese Handlung sich speziell an Pflegekräfte richtet. Aber wir haben hier wieder das gleiche Problem, die Unmittelbarkeit. Denn der Impfzwang, der hier möglicherweise entsteht, entsteht nur durch weitere hinzukommende Ereignisse oder Handlungen. Deshalb ist wohl die Klage nach Artikel 263 schon in der Zulässigkeit umstritten. Auf die materielle Prüfung wird es wahrscheinlich gar nicht hinauslaufen. Ich bin aber nicht der EuGH. Es kann natürlich alles auch ganz anders sein oder es kann sein, dass ich keine Ahnung habe oder dass der Vertrag nochmal abgeändert wird. Sieht aber nach dem ersten
Eindruck und nach der ersten Analyse eher nach Quatschjura aus. Da hat wieder mal jemand eine Klage eingereicht, um eine Diskussion zu führen über die Zulässigkeit der Impfstoffe, hat aber eigentlich nicht die Voraussetzungen, um überhaupt in eine sachliche Prüfung einzutreten. Man kann sich natürlich bei der Gelegenheit auch fragen, was soll hier eigentlich erreicht werden, wenn wir keine Impfstoffe haben? Ist das Interesse jetzt das, dass der Lockdown ewig dauern soll oder dass nur bestimmte Impfstoffe zugelassen werden sollen? Aber das ist keine juristische, sondern eine politische oder medizinische Frage.